Erdbeben, Erdbeben, immer noch Erdbeben in Berlin. Könnt ihr die Autokorsos da draußen hören? Könnt ihr sie hören? Hier, ich lese vor die Eilmeldung des Tages. Dick und doof treten zurück. Oh, hoppla. Nein, das war die falsche Meldung. Die Grünen, der Vorstand, sie sind zurückgetreten. Endlich, endlich, dass wir das noch erleben dürfen. Das feiern wir nochmal, weil es so schön ist. Liebe Ricarda Lang, lieber Omid Nuripur, ihr stürzt diesen YouTube-Kanal eventuell in eine Rezession, weil ich euch hier nicht mehr bringen kann als Vorsitzende der Grünen, aber es tut unserem Land gut und es tut in dem Herzen gut, dass es hier ernsthaft noch Leute gibt, die von ihrem Stuhl aufstehen und gehen, liegt vielleicht daran, dass man bei den Grünen 0 Euro für das Amt der Parteivorsitzenden kassiert. Es ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Aber erst noch einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Das hier hat mir vor kurzer Zeit jemand zugeschickt, die wirtschaftlichen Erfolge von Bündnis 90 Die Grünen. Ihr kennt es vielleicht, das Buch mit den leeren Seiten. Und genau so ist die Bilanz von Ricarda Lang. Aber Es war uns eine große Ehre, dieser Partei zu dienen. Vielen Dank. und ein letztes Mal verneige ich mich sogar vor Ricarda Lang und Herr Nuripur und sage: Respekt, zwei Leute mit Cojones in der Hose, die noch aufstehen können von ihrem Stuhl und davonziehen. Ich bin wirklich fasziniert. Ich war in der U-Bahn. Ich wäre fast auf die Gleise gefallen. Also Leute, damit habe ich heute wirklich absolut gar nicht gerechnet. Aber wir können uns hier mal anschauen, was sie denn so im Einzelnen gesagt haben und wie sie uns am Ende auf diesem Abgesang der Grünen nochmal bedroht haben. Weiterhin gute Politik zu machen für Frieden, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Wohlstand und für Klimaschutz. Hat er das gerade wirklich gesagt? Für Freiheit, für Frieden, für Wohlstand und für Klimaschutz. Welches dieser Ziele haben Sie nochmal erreicht als Parteivorsitzender der Grünen, Herr Nuripur? Gar keins. Schade ist ja, wobei, was heißt schade? Nein, Ricarda Lang und Omid Nuripur wurden engagiert für das Projekt U10. Unter 10%, da haben wir Sie. Und jetzt suchen Sie im November in Wiesbaden auf Ihrem Bundesparteitag einen neuen Vorstand für das Projekt U5. Das, was im Osten schon geklappt hat, sollte man jetzt für die gesamte Bundesrepublik durchziehen. Ich bin dafür, dass die Grünen aus allen Parlamenten fliegen. Denn das eigentliche Thema der Grünen, Natur, Umwelt und Klimaschutz, wie sie das immer nennen und verpacken, hat jede Partei inzwischen auch irgendwie in ihrem Programm stehen. Wir schauen aber mal weiter, was Herr Nuripur noch zu sagen hatte. Wir übernehmen diese Verantwortung. Wir haben in den letzten Tagen im Bundesvorstand gemeinsam und intensiv darüber beraten, welche Veränderungen es braucht und sind zum Ergebnis gekommen, es braucht einen Neustart. Ich würde nur gerne wissen, welches Beratungsunternehmen hat euch diesen Tipp gegeben, dass ihr jetzt einfach hinschmeißt? Ihr werdet heute sicher die Meme-Helden des Tages werden, aber so kann man das natürlich auch definieren, dass man die Verantwortung wahrnimmt und einfach den Leuten die Arbeit vor den Karren scheißt, wie ihr das kennt, einfach mal hingeworfen den Bettel, den Rotz vor die Füße geschmissen und gesagt: Schaut doch zu, wie ihr mit 8% bei der nächsten Bundestagswahl abschneiden wollt. Verantwortung übernehmen, naja, man kann das so sehen, man kann das auch anders sehen. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen und bitten deshalb Bündnis 90 Die Grünen, unsere geliebte Partei, auf dem anstehenden Parteitag in Wiesbaden einen neuen Vorstand zu wählen. Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Es braucht neue Gesichter. Wen denn hier von euren tollen vielen Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag? Ich muss mich jetzt zusammenreißen, damit dieser Beitrag noch einigermaßen sachlich bleibt. Aber Leute, was es da gibt von den Grünen auf TikTok und da müssen wir ein extra Video dazu machen. Hier, Frau Lang, nochmal zum Besten. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber Sie treffen sie aus Überzeugung. Sie fällt nicht leicht. Frau Lang, es kostet Sie kein Geld. Natürlich fällt Ihnen das leicht. Sie müssen nicht mehr von Talkshow zu Talkshow tingeln. Sie müssen sich nicht mehr
beleidigen lassen oder weniger beleidigen lassen, weil sie nicht mehr die Parteivorsitzende sind. Sie brauchen ihre ganzen Prozesse nicht mehr führen. Sie können jetzt mit ihrem Ehemann einfach mal eine normale Ehe führen, wie das eben Menschen in diesem Lande so machen. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und können ja glücklich werden und können ja mal schauen, ob sie mit etwas Abstand von der Parteizentrale in Berlin-Mitte ein realistischeres Bild von diesem Land bekommen. Aber Sie können uns nur drohen, Frau Lang. Hört euch das mal an. Wir entscheiden auch darüber, welche Rolle Bündnis 90 Die Grünen in Zukunft in einem Parteiensystem einnehmen wird, das sich gerade fundamental verändert, wie wir es in vielen anderen europäischen Ländern schon gesehen haben. Welche Rolle Bündnis 90 Die Grünen einnehmen sollen in dem politischen System? Ich würde sagen, als verbotene kriminelle Vereinigung wäre es der beste Platz für Bündnis 90 Die Grünen, wenn man diese Partei verbieten würde, weil ihr Zweck darauf ausgelegt ist, das freie Wirtschaften zu unterbinden. Der Zweck der Grünen ist es, jedem Unternehmer, jedem Beruf in diesem Land irgendwelche Vorschriften zu machen und damit Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Es geht teilweise um existenzvernichtende Eingriffe, wie das zum Beispiel bei den Autobauern passiert, mit den Klimavorgaben aus Brüssel und so weiter und so fort. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass gefühlt jeder Zweite von Bündnis 90 Die Grünen jemand ist von der Antifa, der offen Straftaten in diesem Lande begeht und die immer Schutz suchen in den Parteibüros der Grünen Partei, und zwar bundesweit. Da wäre es jetzt mal Zeit, dass hier das Bundesamt für Verfassungsschutz mal die Augen aufmacht. Und wenn das Bundesamt für Verfassungsschutz schläft, dann brauchen wir wohl wieder Hinweise von einem ausländischen Nachrichtendienst, der hier dann nochmal klipp und klar sagt, diese und diese und diese Person sind eine Gefahr für den Staat. Und da sind mehr Linke wie Rechte dabei in unserem Land, bin ich mir sicher. Frau Lang, Sie sagen adieu. Dankeschön. Adieu. Wir wollen, dass unsere Partei mit größtmöglicher Stärke in den Wettbewerb um die Zukunft des Landes und die Zukunft Europas eintritt. Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen. Danke, Ricarda. Danke, Omid Nuripur. Zwei weniger vorne von den Grünen. Ich bin ja eher mal gespannt, wen Sie jetzt aus der Mottenkiste zaubern wollen, wen Sie jetzt hervorkramen, wer jetzt der Retter in der Not sein soll. Wenn man sich umschaut bei den Grünen, es ist völliger Wahnsinn. Es ist völliger Wahnsinn. Was danach kommt, ist noch schlimmer wie die aktuelle Generation. Und damit untertreibe ich nicht, jenseits von Gut und Böse. Da gibt es jetzt Leute, die wollen antreten für einen Bundestagswahlkampf und deren einziges Motto ist, es gibt zu viele Menschen, die zu viel haben. Immer diese Neiddebatte, immer dieses Wegnehmen wollen, wo ich mir immer nur sage, Leute, wenn ich eine Million habe, solltet ihr doch froh sein, weil ich auf dem Weg dahin 420.000 Euro Steuern mindestens bezahlt habe. Die Rechnung war jetzt nicht ganz richtig, tut mir leid, aber wie man neidisch sein kann, wenn Leute was haben und jeder weiß, man hat ja die Hälfte vorher schon an den Staat abgedrückt und dennoch ist man neidisch. Ich bin jetzt vor allem nicht mehr neidisch auf Frau Lang und Herr Nuripur, bin ich noch nie gewesen. Frankfurter Jungen und Berliner Mädchen, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Heute ist ein wunderbarer Tag, ein wunderschöner Tag. Er wird immer schöner heute, findet ihr nicht auch? Es ist der 25. September 2024 und Ricarda Lang und Omid Nuripur gehen in die Geschichte ein, weil sie sich der Verantwortung nicht mehr stellen wollen. Sie schmeißen einfach hin und denken, damit ist irgendetwas gewonnen. Ja, andere Gesichter auf den Memes im Internet, ansonsten bleibt es die gleiche grüne Kloake, die es vorher schon gewesen ist, mit dem gleichen grünen sozialistischen verbrecherischen, würde ich sagen, Parteiprogramm, bei dem es nur darum geht, anderen, die was haben, etwas wegzunehmen. Und Eigentum verpflichtet und vor allem verpflichtet es den Staat, das Eigentum zu garantieren. Aber Grundsatzdiskussionen brauchen wir mit Grünen nicht führen. Wir brauchen Leute, die Masse im Kopf haben, die auch reflektieren können. Und damit sage ich adieu, Ricarda, adieu, Omid. War schön mit euch. Ich bin gespannt, wer nach euch kommt. Und damit schaut nochmal die Messerinzidenz von gestern an auf Messerradar, meinem neuen Zweitkanal. Oder wenn du die Schnauze voll hast, schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei. Für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist was dabei.
Und damit ciao, bis bald.